Yo Leute, was geht ab? Seid am Start mit dem Video zum Thema Cheat Days. Dazu wurde ich öfter gefragt, sind Cheat Days sinnvoll in der Diät? Jetzt nur in der Diät, auch nicht Refeed, sondern nur Cheat Days, kurzer Unterschied. Also Cheat Days ist einfach, ja, du isst einfach, was du siehst, worauf du Bock hast. Refeed ist, du hast die Fats extrem niedrig und die Kohlenhydrate extrem hoch. Protein moderat, irgendwie 1 Gramm pro Kilogramm, ein bisschen höher. Bis zu 2 Gramm pro Kilogramm kann man da gehen. Aber das ist ein Refeed und Cheat Day, wie gesagt, ist ja all you can eat, alles einfach, ne? Klar. Und sind Cheat Days sinnvoll? Warum macht man überhaupt Cheat Days? Denke ich mal, sollte man am Anfang klären. Also die Theorie dahinter ist eben, dass der Stoffwechsel einschläft, wenn man diätet irgendwann. Also er wird extrem langsam. Und dann macht man so ein Cheat Day und dadurch wird er halt extrem gepusht. Und durch diesen Push kann man im Endeffekt mehr Fett abnehmen, als wenn man einfach durchdiätet hätte. Und das klingt erstmal zu gut, um wahr zu sein, und wie alles im Leben, wenn es zu gut ist, also wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es meistens so. Überlegt mal, wie das früher funktioniert hat mit dem menschlichen Körper. Man hatte, ich sag mal, 6-7 Tage wenig zu essen, das heißt, man hat diätet für 6-7 Tage. Und dann hat man einen richtig fetten Cheat Day gehabt, man hat irgendwie einen Hirsch erlegt und hat sich so viel reingehauen, wie man eben nur konnte. Also hatte man seinen Cheat Day, genauso wie die Leute jetzt, die diäten 6-7 Tage, haben ihren Cheat Day. Und nach der Logik von diesen, ja, Experten ist es ja so, dass man dann mehr abnimmt, als wie wenn man einfach den Tag weiter diätet hätte. Und überlegt mal, was ist Fett? Fett ist eine Lebensversicherung. Das heißt, ohne Fett wärst du früher gestorben. Fett dient dazu da, dass du in Zeiten, wo du eben wenig Energie zur Verfügung hast, die aus den Fettreserven holen kannst. Und wenn die Leute früher mehr abgenommen hätten, ja, durch diesen Cheat Day, als wenn die diesen Hirsch nicht erlegt hätten, dann wären sie doch, ja, besser dran, wenn sie diesen Hirsch gar nicht erlegt hätten. Wie man schon erkennt, macht das alles gar keinen Sinn. Ein Cheat Day mit ganz viel Fett wird euch fett machen lassen. Also wird euch Fett zulegen lassen, besser gesagt. Das heißt, wenn du in einem Cheat Day, weiß ich nicht, 500 Gramm Fett isst, dann wirst du wahrscheinlich 500 Gramm einlagern. Der Körper ist dazu programmiert zu überleben. Und Fett ist etwas, was essentiell wichtig ist für Zeiten, wo es eben weniger Energie gibt. Und dafür da, also was anderes hat eigentlich Fett nicht wirklich für eine Funktion, ein paar andere kleine, aber die Hauptfunktion ist eben die Speicherung, ja, von Energie. Und aus dem Grund kann man sich das ja schon ein bisschen ableiten, dass so Cheat Days einfach totaler Quatsch sind, aus physiologischer Sicht. Das heißt, man könnte sich theoretisch, ja, weiß ich nicht, 2 Wochen Diät kaputt machen, indem man einfach an einem Tag krass übertreibt. Machen sie psychisch Sinn oder könnten sie psychisch Sinn machen? Ja, das könnten sie durchaus, wenn man in der Diät eben das Verlangen hat, irgendwie irgendwas zu essen und man kommt mit der Diät nicht klar, und bevor man abbricht, ist so ein Cheat Day auf jeden Fall besser, als wenn man abbricht, wenn man sein Ziel noch nicht erreicht hat. Aber ansonsten würde mir jetzt nichts einfallen, dass ein Cheat Day eigentlich rechtfertigen würde, wenn man mal ehrlich ist. Außer dass es halt natürlich Spaß macht, klar, Essen, also mir macht es Spaß, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich cheate gerne und gucke nicht auf die Kalorien und esse einfach so viel ich kann. Aber wie gesagt, da muss man halt auch mit den Konsequenzen leben, das heißt entweder länger diäten oder härter diäten oder sonstiges. Übrigens, ich hatte in meiner Wettkampfdiät weder einen Refeed, noch hatte ich einen Cheat Day, ich habe einfach durchgediätet, und wenn ich zu schnell abgenommen habe, hatte ich ein Cheat Meal, damit kann man es auch noch machen. Also in einem Cheat Meal, wenn man es jetzt, ja gut, wer isst denn da schon 500 Gramm Fett? Es ist schon schwerer, sage ich mal, einen ganzen Diätfortschritt mit einem Cheat Meal kaputt zu machen, als ein Cheat Day. Also wie gesagt, ich würde es keinem wirklich empfehlen, in der Diät einen Cheat Day zu machen. Ja, im Aufbau kann man es gerne machen, wenn man dann am nächsten Tag ein bisschen ausgleicht und am übernächsten vielleicht auch noch, und je nachdem, wie man übertrieben hat, am dritten auch noch. Aber im Aufbau wird man so oder so Fett zulegen, ja, und wenn es einem eine Freude bereitet, so wie mir zum Beispiel, einfach mal den Magen sich vorzuschlagen, wenn man hart trainiert hat, sich damit zu belohnen, dann kann man das gerne machen. Aber zu denken, dass man besonders in der Diät, wo man wirklich wie ein Schwamm alles aufsaugt, ja, alles aufsaugt, was du an Fett reinschießt, das zu denken, dass man dann irgendwie ungeschont davonkommt und sogar mehr abnehmen würde,
als wie wenn man durchdiätet. Ja, das ist leider falsch. Das ist natürlich totaler Bullshit. Aber wie gesagt, für die Psyche kann das durchaus Sinn machen. Kurz nochmal zu Refeeds. Also Refeeds, ja, könnten Sinn machen. Wobei man sagen muss, diese ganze Stoffwechselschläft-Eingeschichte ist eh nicht relevant. Also die Zahlen, die ich gesehen habe, die sind so niedrig, dass auch ein Refeed dadurch, dass du eben mehr Energie im System hast, ja, auch wenn du an dem Tag relativ wenig Fett zulegen wirst, ja, ein bisschen durch die Umwandlung von Kohlenhydraten in Fett, wobei das in der Diät halt extrem niedrig ist, die Rate, und ein bisschen vom Nahrungsfett, was du zwangsweise drin hast, wirst du in Fett einlagern, aber mehr nicht an so einem Refeed-Day. Aber du hast ja wieder mehr Energie im System, wovon du auch am nächsten Tag profitieren kannst, ja, weil noch nicht alles verdaut ist und sonstiges. Und das heißt, am nächsten Tag, auch wenn du voll das Defizit fährst, bist du nicht im Defizit, weil du eben Energie von gestern hast. Plus du hast wieder volle Speicher, Glykogen, was wiederum den Diäterfolg ein bisschen erstmal mindern kann. Das heißt, auch ein Refeed, ja, hat seine Kehrseiten, auch ein Refeed ist für die Abnahme nicht notwendig und wird auch in die Länge, also wird die Diät auch wieder länger treiben, zwangsweise, und hat aber die coole Funktion eben, dass man durch die vollen Speicher dann ein bisschen härter trainieren kann und dadurch vielleicht ein bisschen mehr Muskeln erhalten kann, ja, das muss man auch sagen. Aber das ist, wie gesagt, eine Theorie. Ich habe, wie gesagt, in der Wettkampfdiät weder ein Cheat Day noch ein Refeed gehabt. Wenn ich zu schnell abgenommen habe, hatte ich ein Cheat Meal und gut war. Das war's auch schon mit dem Video zum Thema Cheat Days. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen hoch, kommentiert, abonniert und shared das Video mit der ganzen Welt. Ansonsten wünsche ich euch noch wie immer einen extrem geilen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.